herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch gerne meinen Mask Online Shop präsentieren. Auf der linken Seite findet ihr jede Menge Kategorien. Angefangen mit Serie 1 bis 4. Dort findet ihr alle Fahrzeuge, wenn sie gerade verfügbar sind. Ihr erhaltet immer genau die Artikel, die ihr auf den Bildern seht. Jeder neu eingestellte Artikel wird immer neu fotografiert. Weiter geht es mit der Kategorie Originalboxen bzw. OVPs. Dort findet ihr leere Originalverpackungen. Kommen wir nun zu den losen Figuren, die in vier verschiedene Kategorien aufgeteilt sind. Figuren in Top-Zustand mit weicher Maske. Bedeutet, dass die Masken wirklich immer weich sind. Figuren in gutem Zustand mit harter Maske. Diese Masken sind bereits ausgehärtet. Das kommt daher, dass der Weichmacher sich mit der Zeit verabschiedet hat. Wenn man die Masken luftdicht verpackt und dunkel lagert, wird dieser Prozess verzögert. Figuren in Top-Zustand ohne Maske. Figuren mit Abnutzung bedeutet, dass die Figuren Farbabrieb und oder lockere Gelenke haben. Figuren mit Shortmasken. Diese seltenen Shortmasken gibt es nur zu den Figuren der ersten Serie. Dazu werde ich noch ein ausführliches Video machen. Masken. Hier findet ihr weiche und hart gewordene Masken. Originalanleitungen mit und ohne Poster auf der Rückseite. Originale Bomben und Raketen. Was gibt es noch? Vier Kategorien mit allen möglichen Ersatzteilen der verschiedenen Fahrzeuge. Ersatzteile für die Boiler Hill Station findet ihr hier. Bei den Mask-Stickern handelt es sich um vorgestanzte Repro-Sticker, die nur noch abgezogen und aufgeklebt werden müssen. Diese sind sehr robust und wasserabweisend. Mask Comics plus Hörspielkassetten in deutscher Sprache. Mask Comics UK, also Comics in englischer Sprache. Und als letztes die Kategorie Mask Repro Artikel. Diese werden alle mit einem 3D-Drucker erstellt. Hier findet ihr zum Beispiel den Tisch und die Stühle der Kommandozentrale des Maskenraums. Figuren und Helmständer und einige sehr seltene Kleinteile, die wirklich nur noch sehr schwer original zu finden sind. Wenn man sie mal original finden sollte, muss man recht tief in die Tasche greifen. Hier ist noch der Newsletter des Shops. Klickt ihr doch drauf, werdet ihr automatisch zu meiner Facebook-Gruppe weitergeleitet. Hier könnt ihr der Gruppe beitreten. Hier werde ich immer als erstes Bescheid geben, wenn neue Artikel im Shop eingetroffen sind. Ein Gästebuch ist auch vorhanden. Hier könnt ihr einen Eintrag machen, wie zufrieden ihr mit dem bestellten Artikel seid. Wenn sich mal jemand von seinem Mask-Spielzeug trennen möchte oder doppelte Sachen besitzt, könnt ihr mir unter Mask-Ankauf eine E-Mail senden. Und unter YouTube-Kanal findet ihr dieses und alle anderen Videos, die ich noch machen werde. Ich habe vor, in den nächsten Wochen und Monaten von jedem Fahrzeug ein Video hier einzustellen. Ich hoffe, euch hat meine Einführung in meinen Shop gefallen. Wenn ja, lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie doch unten in die Kommentare. Ich werde diese schnellstmöglich beantworten. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Durchstöbern des Shops und bis zum nächsten Mal.